Ja, also ich bin der Nikola Petrek, die meisten nennen oder kennen mich unter Nick, den Gitarrenbauer, weil das ist mein Beruf, offiziell Zupfinstrumentenmacher. Also das Bahnhofsviertel bedeutet für mich einmal, will das jetzt mal ehrlich sagen, auch ein Stückchen Hassliebe. Ja. Ich bin im Gallus hier groß geworden, das ist hier angrenzend. Ja. Beides keine Gegenden, wo man unbedingt seine Kinder auf die Straße schicken möchte. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt die Vielfalt und auch die Möglichkeiten, die sich einem hier so bieten. Ja, die Corona-Zeit, ja, Ende des letzten Jahres hat meine eigene Firma gegründet und ist natürlich, das brauchst du gar nicht, dass dann sowas kommt, ja. Aber ich muss sagen, nicht nur Schlechtes hatte, also ich habe in der Zeit meine eigene Gitarrenform entwickelt und jetzt auch die Prototypen dazu gebaut. Ja, das wäre wahrscheinlich bei normalem Geschäftsbetrieb gar nicht möglich gewesen, weil ich da schon immer ganz schön viel zu tun habe. Was würde ich mir wünschen zur Bahnhofsviertelnacht? Ja, ich würde mich freuen, wenn das wieder so ein Event wird wie letztes Jahr. Also es ist doch was anderes, wenn du dann in dem Raum stehst, die Live-Musik hörst, mit den Leuten redest, das Gefühl dafür hast, was hier eigentlich passiert. Ja. Das wünsche ich mir wieder, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist. Ja. Und wäre auch gerne mit einem Stück meiner Handwerkskunst auch Teil dieses Geschehens. Ja.